Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, der Haki hier. Willkommen zur 9. Folge Quatschkalender. Diese Woche legen wir Kissen auf Kühlschränke, gießen die Blumen und lernen ganz neue Sachen übers Rauchen. Da wir uns nach dem Tauchgang mit Schildkröten nun ordentlich abgetrocknet haben, geht es weiter mit dem 26. Mai. Hier ist in Amerika der Memorial Day. An ihm gedenken die Amis ihren im Krieg fürs Vaterland gefallenen Helden. Meine Meinung zur Wehrpflicht habe ich bereits in einem anderen Video mal angesprochen. Von daher kann ich hier wirklich nur mein Beileid aussprechen an die Angehörigen derjenigen, die keine Chance hatten, dem Krieg zu entkommen und in Gefechten gefallen sind. Das war's aber auch schon mit der Ernsthaftigkeit für diese Woche und wir rollen uns alle rüber zum 27. Mai, den Welttag des Purzelbaums. Dieser wurde vom deutschen Blogger Theomix erschaffen. Der Begriff Purzelbaum steht seit dem 16. Jahrhundert und ist neben den Wörtern Kalabums, Köpsterkölter, Kusselkopf und Kisselköpper einfach nur ein Synonym für die Rolle beim Turnen. Und naja, diesen Tag feiert man am besten damit, so viele Purzelbäume zu schlagen, wie man schafft. Damit ich mir jetzt aber nicht vor Ende der Folge mein Genick breche, erzähle ich euch mal lieber was über den 28. Mai, den Hamburger-Tag. Da der Hamburger aller Wahrscheinlichkeit nach ursprünglich aus Deutschland kommt, kann man hier schon ein bisschen stolz sein, dass unsere Nation für zig hundert Millionen übergewichtige Menschen verantwortlich ist. Wenn man jetzt mal nicht im Mc's oder Burger King ist, sind die Dinger selbst gemacht doch einfach Hammer. Mein perfekter Burger braucht auf jeden Fall zusätzlich zum Fleisch noch Salat, Käse, Tomaten, Bacon und geile Soßen. Was muss auf eurem perfekten Burger drauf? Schreibt mir einen Kommentar mit eurem Geheimrezept unter das Video. Jetzt, am 29. Mai, wird es einfach total bescheuert. Nein, ich meine nicht Christi Himmelfahrt und erst recht nicht den Vatertag. Besser, denn hier ist in den USA der Put a Pillow on Your Fridge Day. Frei übersetzt bedeutet das, leg dein Kopfkissen auf den Kühlschranktag. Und weil das nicht schon absolut hirnrissig genug ist, feiert die ganze Welt zudem den Lerne, wie kompostieren geht Tag. Und damit ihr lernt, wie kompostieren geht, hier eine idiotensichere Erklärung. Organischen Abfall auf Komposthaufen schmeißen, warten, fertig. Ich liebe es, Wissen zu vermitteln. Wo wir gerade eh im Garten stehen, bleiben wir doch noch einen Tag und feiern am 30. Mai den Gieß-eine-Blume-Tag. Der sollte zwar eigentlich alle paar Tage sein, damit man nicht nur so vertrocknete Erde im Blumenkübel hat wie Stefan Raab, aber hey, lieber einmal im Jahr einen grünen Daumen als nie. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kann mit Blumen wirklich gar nichts anfangen. Was begeistert Leute so sehr an Pflanzen? Wenn ich irgendwann mal in meinem eigenen Garten sitze, besteht dieser nur aus Beton. Ist ja auch viel pflegeleichter. Muss man nämlich nicht gießen. Was haltet ihr denn so davon? Habt ihr vielleicht sogar eine Lieblingsblume? Am 31. Mai ist der Welt Nichtrauchertag. Und ich muss euch jetzt leider eine grauenhafte Nachricht überbringen. Rauchen ist schädlich für den Körper. Ich weiß, ich war auch komplett geflasht, als ich das gelesen habe, aber es scheint zu stimmen. Sagt das bitte unbedingt jedem Raucher, den ihr kennt. Jetzt mal Spaß beiseite. Warum zur Hölle machen Leute das? Ich find's dermaßen eklig und ohne jetzt irgendwelchen weiblichen Nikotin-Junkie-Zuschauerinnen zu nahe treten zu wollen, Rauchen ist wohl mit das Unsexieste, was eine Frau machen kann. Ich glaube, es gibt wirklich nichts, aber auch wirklich gar nichts, was Mädels ungeiler macht als eine Kippe in der Fresse. Mal abgesehen davon, dass Raucher ihre Gesundheit einfach in die Tonne schmeißen. Aber kümmern wir uns lieber um was Schönes, und zwar um den 1. Juni. Hier geht es raus aufs Land, es ist der Weltbauerntag. Die Bauern werden ja ganz gerne von einer gewissen RTL-Sendung als die hinterletzten grenzdebilen Vollidioten dargestellt, aber es ist doch wirklich gut, dass es sie gibt. Für unsere Kartoffeln, das Getreide und einige Tierprodukte. Wie leite ich es bloß geschickt über zum Weltmilchtag? Bauern, Milch, Kühe, Bauernhof, Milch, Ach, keine Ahnung. Denkt euch irgendwas aus, ich habe keine Zeit mehr, denn hier ist diese Folge schon vorbei. Vielen Dank für eure zahlreichen Abos, Kommentare und Bewertungen. Macht das gerne genauso weiter. Und wo ihr gerade beim Klicken seid, folgt mir doch auf meinen Profilen von Facebook, Twitter und Instagram. Dort gibt es jeden Tag Bilder zu den aktuellen Feiertagen, die ihr liken und teilen könnt. Links dazu in der Beschreibung oder in der gleich folgenden Endcard. Ich wünsche euch eine tolle Woche und wir sehen uns nächsten Montag wieder bei einer neuen Folge vom Quatschkalender. Haut da rein, euer Haki.